ab und zu verirre ich mich dann auch noch mal in Berliner Techno-Club. Da spielt es überhaupt keine Rolle, woher jemand kommt, was er beruflich macht. Das ist eine große Masse gut gelaunter Leute, die einfach zusammen diese Klänge und diese Beats genießen, mal den Kopf frei bringen und eine gute Zeit miteinander haben. Mein Name ist Konrad Stockmeier. Ich bin Mitglied in den Ausschüssen für Klimaschutz und Energie und für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Und das ist mein Prêt-à-Porter. Wir sind hier in einem der Ausschusssäle im Paul-Löbe-Haus. Und jetzt hat hier gerade keine Ausschusssitzung stattgefunden. In Zeiten, in denen die Räume frei dafür sind, können hier auch Gesetzesverhandlungen stattfinden. Und so eine Runde habe ich hier eben durchgeführt. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Putins Angriff auf die Ukraine hat uns gezeigt, dass wir uns von einem Feind der Freiheit in der Energieversorgung viel zu abhängig gemacht haben. Das darf uns nie wieder passieren. Ein Weg, da rauszukommen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und bei der ganzen Angelegenheit ist mir auch ganz wichtig, dass wir das nicht nur innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland machen, sondern dabei auch ganz stark mit unseren europäischen Partnern in der EU zusammenarbeiten. Ja, genau. Jetzt muss ich nämlich wahrscheinlich allmählich gleich zu einer namentlichen Abstimmung bzw. zu Gremienwahlen rüber ins Reichstagsgebäude. Wenn die Klingel losgeht, dann bedeutet das, okay, der Abgeordnete weiß, er hat noch so und so viele Minuten Zeit. Das heißt, ich darf jetzt hier auch gar nicht so lange rumtrödeln, sondern muss jetzt rüber ins Reichstagsgebäude. Wenn man Marie-Agnes Strack-Zimmermann trifft, dann passiert immer irgendwas. Genau, wir fahren zum Beispiel Aufzug. Dabei sagt man uns immer, wir sollen laufen. Aber irgendeiner muss ja den Aufzug nehmen. Eben, damit er auch nicht einrostet. Warum bin ich bei der FDP gelandet? FDP war gar nicht so sehr so eine Liebesheirat, sondern ich fand damals schon viele Vorschläge der FDP einfach immer vernünftiger als das, was andere Parteien vorgeschlagen haben. Dann gab es auch einen Klavierlehrer in Konstanz am Bodensee in meiner Jugendzeit, der mich ganz stark geprägt hat. Ein toller Künstler, der auch ein sehr freiheitsliebender, ein sehr liberal denkender Mensch war. Der hat sicherlich auch seinen Beitrag daran, dass ich bei den Freien Demokraten gelandet bin. Und ich habe die Entscheidung nie bereut. Ich habe im Alter von 6 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Ich komme leider viel zu wenig zum Klavierspielen. Das wäre mir echt ein Herzensanliegen, dass ich das irgendwie mal wieder öfter hinkriege, weil das macht mit dem Gemüt einiges. Das trainiert durchaus auch noch mal sehr die ganze Körpermuskulatur, weil man sich anspannen muss und kriegt den Kopf auch noch mal aufgeräumt für andere Sachen. An meinem Arbeitsplatz in Berlin mag ich wirklich total, dass die Berliner Philharmonie nur 15 Fußminuten entfernt ist. Deswegen hänge ich in so einer Sitzungswoche manchmal den Freitagabend in Berlin noch dran und dann gehe ich abends hier manchmal in die Philharmonie. Es ist großartig, mit den Berliner Philharmonikern eines der besten Orchester der Welt hier erleben zu dürfen. Was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten? Trau dich was und sei zuversichtlich. Auch wenn du mal durch eine etwas härtere Zeit durchgehst. Es sind zum einen meine beiden Großväter. Von dem einen Großvater habe ich eine starke Sehbehinderung geerbt. Und von dem habe ich aber gelernt, dass der sich nie so sehr dafür interessiert hat, was er mit diesen Augen alles nicht machen kann, sondern hat sich viel stärker dafür interessiert, was er damit alles machen kann und hat sich nie ins Boxhorn jagen lassen. Der war da also eine ganz, ganz prägende Gestalt. Es war auch der Großvater väterlicherseits. Das war so ein richtiger klassischer Landarzt. Und der hatte eine unglaubliche Menschenkenntnis. Und dann in der Tat eben auch der Klavierlehrer, ein großartiger Künstler, auch ein großartiger Mensch, dem sehr daran gelegen war, dass seine Klavierschülerinnen und Klavierschüler sich selber entfalten. Der hat immer nur so Impulse gegeben und mit sehr, sehr wenigen Worten einen aufgefordert, jetzt mach was draus.